Moin, wir sehen Gixler Flitzwisch, wir stehen hier, Mom. Chris Daniel von der SNES, früher. Und Matkohle auf diesen Event zu organisieren? Ja, ja, wir sind so Multimedia, wir haben 450 verschiedene CDs von 270 verschiedenen Lützburger Gruppen in den letzten 10 Jahren gesammelt und die verkaufen wir im Internet oder auf unseren Ständen. Und wir haben mittlerweile an den 10 Jahren, wo wir das machen, haben wir 4000 Stück verkauft. Und wir wollten eben uns 10 Jahre feiern. Die ganze Sache von Multimedia kommt ein bisschen von der SNES hier, auch von Thierry van Werwecke. Und wir haben sein Undenken, haben wir die CD da gestartet, mit denen wo wir die Lützebäuer Banden abgerufen haben. Dem Thierry oder Nas Nas ein Lieder noch zu spielen. Da haben sich da 13, hatten sich da mehr gemeldet, wir sind da 13 übrig geblieben und da könnt ihr CD heute noch von draus. Und dann haben wir noch von Nas Nas von 1993 ein Al dat Opnahme direkt aus dem Pult fand, wo ich aber noch etwas kann da mal aufhängen, für noch ein anständiges Live-CD zu bringen. Und die könnt heute noch und dann noch raus. Wie lange Band spielen heute Abend? Na ja, heute Abend fängt man an mit Jupp Gudebuhr, die singt Nessun Dorma. Und früher bei Nessnäs haben wir das oft so gemacht, dass wir ein Konzert ein bisschen theatralisch aufhängen. Popuria Principessa. Und da kommt die erste Gruppe, das ist Toys, eine junge Band von Diddling. Und als Zweitband als Lucid, die schon ein bisschen mehr lang dabei sind, die in anderen Orten halb zehn de Meuen auf der CD haben, noch gespielt haben. Und da kommt Juju, die alle Kollegen, mit denen wir früher immer auf der Bühne stungen. Und als letztes als dann Move. Zum Schluss aber noch Gäste sind, also und die Gäste das sind da von Nas Nas und dann haben wir den Konzert aus sich dann einfach mit Nas Nas ab. Wie lange hat Nas existiert? Na ja, 87, das geht gleich 30 Jahre. Nächstes Jahr, also 86, im Dezember, war der nächste Konzert. Da geht es 2016, gehen 30 Jahre, wo die gehen. Ja. Aber immer in einer anderen Formen. Dann werden unter anderem zwei Gitarristen gewechselt, da war die Idee immer ein bisschen anders. Ja, voilà, 30 Jahre. Wie waren Ihre Erfahrungen zusammen mit Thierry van Werwecke? Oh, mit Thierry, das ist Mioneo, das war unser Kollege und so weiter. Wie der Petz gesagt hat, als er von London rumkommt, dann hat er blaue Haare. Wir waren alle ein bisschen mehr so an der Punk in der Zeit. Und er hat natürlich auch dann die Placken alle mitgebracht von London. Und ja, durch und drum haben wir dann. Ich probiere dich in den Nas zu situieren, zwischen Punk, Blues und Rock. Ja, und mit Thierry arbeiten, man hat heute ganz viel gezählt. Thierry war nicht immer der Pünktlichste oder so.
weil da waren mir irgendwo geschlafen und dann hatten sie ein Rendezvous verpasst gehabt. Und da wartest du weißt gar nicht, wo er ist, und dann musst du aber kommen, weil du treten wir gleich ab und so weiter. Und das, da hatten uns heute so schön Angst angejagt. Okay, das ist super schön. Wo kann ich eine CD finden? Meine CDs, die kann ich bestellen bei multimedia.lu auf unserem Site. Und es gibt vielleicht ein paar Kaffee, die uns gesponsert tun, wo wir sie dann noch nachsetzen werden. Dann noch eine Zusatzinformation, wo da gerne ein Bett gibt. Wir haben wunderbare T-Shirts, die musst du erst ein bisschen gucken, zu diesem Event rausbrüht. Also, du hast bestimmt einen dabei, den gefällt. Und dann könnt ihr ein flottes T-Shirt kaufen. Okay. So ein Spiel muss merci. Moja Gag. But now I'm at your fucking chest.